100 Meter bis zur Startmarke. Ja, und das war der Start zum 12. und damit letzten Trabrennen für heute. Mitte der Bahn übernimmt hier Campione. Zunächst einmal das Kommando. Campione, die Startnummer 4, geht nach vorne an der Innenkante. Gonda, Beukenzweig, das sind die ersten beiden Kandidaten. Dahinter an der Innenkante auf kürzerem Wege. Gigi, Lamo, Rosso ist dabei und Kissing Diamond an der Außenseite in äußeren Bahnen derzeit unterwegs. Gut im Rennen ist auch El Salza, ist momentan in der 5. Position. Beijing hat ebenfalls Anschluss und so geht das Feld dann jetzt in die erste Überseite hinein. Vorne konnte sich Nils Jongejans durchsetzen mit Gonda Beukenzweig. Startnummer 2 ist vorne. Dahinter ist an der Innenkante Campione ebenfalls in guter Position. Bislang gab es keine Ausfälle hier in dieser Partie. Am Ende des Feldes momentan aus der 2. Reihe gestartet. Das ist Heras Grand Dame. Flotte Fahrt jetzt vorne an der Spitze, vorgelegt von Gonda Beukenzweig gemeinsam mit Kissing Diamond an der Außenseite, drückt auf das Tempo, aber Gonda Beukenzweig geht hier an der Innenkante mit. Jetzt der nächste Versuch, Kissing Diamond außen ist wieder heran und geht dann jetzt vorbei und übernimmt hier das Kommando dahinter. Gonda Beukenzweig bleibt hier an der Innenkante dicht dabei, Campione hat ebenfalls Anschluss. Die Pferde kommen aus dem 2. Bogen heraus, es geht dann wieder vor Publikum. An der Spitze, da macht unverändert die Startnummer 5 das Tempo, das ist unverändert Kissing Diamond. Kissing Diamond und Nicole Hildebrand sind vorne, dahinter Gonda Beukenzweig, Campione an der Außenseite, El Salza innen, Gigi Lamoroso, dann Gary Boko und jetzt aus dem Hintertreffen ein Vorstoß der Startnummer 12 von Heras Grand Dame. Eine Runde hat das Feld noch zurückzulegen mit Kissing Diamond. Kissing Diamond, der Mitfavorit, ist vorne. Dahinter Gonda Beukenzweig, Campione. Dann fand El Salza noch einmal an die Innenkante. Innen kommt dann Gigi Lamoroso nicht mehr so recht mit. Gary Boko in zweiter Spur unterwegs. Und noch weiter außen dann Heras Grand Dame. Es geht zum letzten Male, für die Traber zumindest heute, in die letzte Überseite hinein. Kissing Diamond ist vorne. Kissing Diamond, die 5, führt hier mit anderthalb Länge das Feld an. Gonda Beukenzweig dahinter in zweiter Position. Campione ist dritter. An der Außenseite jetzt Heras Grand Dame. Innen ist El Salza dabei. Kommt aber ebenso wenig mit wie Gary Boko, der ebenfalls angeschoben werden muss. Und dann versucht auch noch Graf Bismarck die Position zu verbessern. 400 Meter bis zur Linie. Vorne ist es Kissing Diamond. Dahinter verlässt dann Gonda Beukenzweig. Erneut die Innenkante. Schließt auf zu dem führenden Kissing Diamond. Der ist Zweiter. Und so geht es dann in Kürze auf die letzte Ecke zu. Und dann in den Einlauf hinein. Auch Bikini de Lassie konnte sich hier kräftig verbessern. Die Startnummer 4 wird wegen Galoppierens disqualifiziert. Es geht in Kürze in den Einlauf hinein. An der Innenkante Kissing Diamond. Schlussattacke an der Außenseite von Nils Jongejans mit Gonda Beukenzweig. Dann kommt Bikini de Lassie auf Touren. Der Franzose marschiert an der Außenseite, greift an und er wird immer länger auf den letzten Metern. Und Bikini de Lassie gewinnt hier vor Gonda Beukenzweig, Kissing Diamond, Graf Bismarck und dann El Salza.